18 Kilometer mit 20 Hindernissen. Die große Challenge. Rosarios Next Top Athlet. Kilometer mit 20 Hindernissen. Rosarios Next Top Athlet. Willkommen zur heutigen Ausgabe von Rosarios Next Top Athlet. Wieder trainieren unsere Sportler für die große Challenge und der Tag der Entscheidung rückt immer näher. Oh, Achtung! Psst! Rosario hält eine Ansprache. Okay, für diejenigen, die beim letzten Mal nicht dabei waren, das ist halb so wild. Wir werden heute, sage ich mal, im Trainingsaufbau, sage ich mal, viel mit Ausdauer und halt so ein bisschen auch Armkraft und Rumpfkraft machen. Also wir lassen heute ein bisschen die Beine raus. Wir machen vielleicht ein, zwei Übungen, aber das ist jetzt nicht weiter tragisch. Also das sind einfach jetzt, sage ich mal, Standardübungen, um einfach die Kraft generell zu halten. Wer mit Rosario trainiert, weiß am Abend, was er getan hat. Wir sind hier mitten im Training. Rosario striezt uns. Quatsch, das stimmt überhaupt nicht. Naja, also ich meine. Frag ich schon die einfachen Übungen. Ja, ja, für dich sind diese einfache Übungen. Aber es ist gut, dass es mich fordert, weil so muss es ja sein. Ja. Ist ja nicht hier Larifari. Kein Larifari. Philipp Halle Kindergarten. 18 Kilometer wollen wir schaffen. 18 Kilometer wollen wir bei Tough Mudder laufen. Ja. Und da sind 19 Hindernisse. Hammer. Ja. Ja. Jetzt geht's weiter, Entschuldigung, wenn ich hier quatsche. Ja, es geht weiter. Also er muss jetzt weiterlaufen, weil die anderen sind ja schon da hinten. Ja. Oh ja, ich durch die Kamera, ich halte fest. Ich muss hinterher. Ja, du musst hinterher. Dankeschön. Tschüss. Okay, ich klatsche nochmal ganz kurz nochmal ab. Super mitgemacht. Ich erkläre euch gleich nochmal was. Dankeschön, Sascha. Ich habe gedacht, danke. Danke fürs Mitmachen. Auf jeden Fall, was ich heute nochmal sagen möchte, ist ja, heute hat der eine oder andere gemerkt, okay, das ist vielleicht ein bisschen anstrengend oder dass auch das Wetter vielleicht ein bisschen schwierig ist oder sonstiges. Es ist nochmal ganz wichtig, wir haben 18 Kilometer mit mindestens 25 Hindernissen.
Ja? Und auch da wird das Wetter, sage ich mal, nicht vielleicht für uns mitspielen. Da werden wir wahrscheinlich eher das Thema mit Temperaturen haben. Es wird ein bisschen kalt, vielleicht auch ein bisschen nass. Und jetzt haben wir halt ein schönes Wetter. Aber auch da heißt es einfach, ihr müsst euch da einfach ein bisschen drauf vorbereiten und auch ein bisschen einlassen, okay? Wer Wasser braucht, nimmt Wasser mit. Aber da fängt das Training auch schon vom Kopf an. Schon, dass ihr euch da so vorbereitet, dass ihr, wenn ihr zu so einem Training kommt, dass ihr versucht, einfach ein bisschen die Umstände, sage ich mal, so aufzubauen, dass es für euch ein Entgegenkommen gibt. Zu den Übungen selber. Natürlich kann ich jetzt sagen, okay, pass auf, dem einen oder anderen ist es zu schwierig oder dem einen oder anderen ist es zu leicht. Wir verändern das Ganze, das machen wir aber nicht. Sondern wenn es bei irgendjemandem mal ein Problem gibt, dann tun wir das einfach vom Tempo individuell ein bisschen reduzieren oder eine andere Übung nehmen oder sonstiges, okay? Wir müssen einfach versuchen, dass wir jetzt einfach das Ganze, sage ich mal, in die Bahn bringen, wo es halt, sage ich mal, in die Anstrengung geht, weil, wie gesagt, wir haben 18 Kilometer, wobei ich das Laufen nicht als Hauptproblem sehe, sondern erst also in der Kombination mit den Hindernissen, okay? Wichtig ist einfach, das Training, was wir hier machen, ihr sollt eigentlich nur eure, sage ich mal, eure Defizite entdecken. Ja, ist es das Laufen, sind es die Kraftübungen, sind es die Halteübungen? Was ist das Hauptdefizit? Damit man daran arbeiten kann. Noch hat man genug Zeit. Und es ist überhaupt nicht unmöglich. Ja? Aber ich muss da halt ein bisschen streng sein, weil mein Ziel ist ja einfach, dass wir es alle schaffen. Oh Gott, sehe ich scheiße aus. Ja, Felix, das ist aber normal. Da kann ich nichts dazu, da kann ich nichts ändern dran. Ja, ja. Das ändern wir hier. Ja. Die nächsten 14 Malen oder 12 oder wie das heißt. Ja. Was fandst du heute besonders anstrengend? Das Laufen, ehrlich gesagt. Echt? Die Lauferei? Lauferei ist die Übungen waren okay? Die Übungen sind gut. Ja? Scheiß Schlusssprünge da, die Treppe hoch war auch nicht so schön. Aber die Sprünge, die Treppe hoch fand ich eigentlich nicht so, wie sie aussahen. Ne? Also ich habe gedacht, oh scheiße, da komme ich nicht hoch. Aber es ging eigentlich relativ gut, muss ich sagen. Aber hier Hangläufe machen wir. Hangläufe habe ich schon gehört. Ja, Hangläufe hat schon einige. Ja. Treffen wir uns mal zu Hangläufen. Ah, hier Pujan. Pujan kommt auch dazu. Fangen wir jetzt an mit dem Training, oder? Ja. Genau, Pujan. Pujan hat noch was Reserven. Reserven? Ich habe noch gar nicht. Was war mit dir? Was war für dich am leichtesten? Die Herfahrt. Die Herfahrt, genau. Habe ich schon gehört, ja. Was zurück wird schon schwer mit Schalten. Zurück wird zum Glück Automatik. Ja, Gott sei Dank. Ich hänge mich einfach bei dir hinten. Herr Rosario, und bist du zufrieden mit der Gruppe, oder? Absolut, absolut, absolut. Aber ich weiß, da steckt noch mehr in euch. Ja, vom Kätzchen zum Löwen. Ja. Und noch ist nicht mehr lang. Was denkst du, wer war heute dein Top-Athlet hier? Wer hat sich am besten präsentiert? Das waren eigentlich alle sind über ihre Grenzen gegangen. Ich denke, das ist das Wichtigste. Ein Top-Athlet, das gibt es so nicht, weil man muss auch immer das Ausgangsniveau sehen. Und deswegen würde ich das jetzt so nicht definieren. Ich sage einfach mal, die Gruppe als solches, da hat sich für mich jeder gesteigert. Und wir haben auch wieder neue Disziplinen gehabt, wo ich überrascht war bei dem einen oder anderen, dass es dann doch so gut ging. Wir gucken mal, wie das nach ein paar Wochen aussieht, und ich bin gespannt. Ja, also ich werde hart arbeiten. Die App, die macht mich schon ganz schön kaputt, muss ich sagen. Ja, das freut mich. Aber das ist wenigstens unter der Woche auch ein bisschen Training. Genau. Also das ist wichtig, das werden wir auch brauchen, weil nur 14 Einheiten bis zum Lauf. Also zaubern kann ich nicht. Ja, aber wir arbeiten ja. Genau. Wir arbeiten ja alle. Genau, und deswegen, also in der Kombination mit der App sollte es aber jeder hinkriegen. Ich freue mich auf nächste Woche. Cheerio, Miss Sophie. Tschüss. Das war eine Folge aus Rosarios Next Top Athlet, der harte Weg zu Tough Mudder. Klick beim nächsten Mal wieder rein oder abonniere den Kanal. Wenn du die Glocke aktivierst, bekommst du eine Nachricht, wenn eine neue Folge online ist. Wenn du mehr über unseren Personal Trainer Rosario Battaglia erfahren willst, dann folge der eingeblendeten Website. Rosarios Next Top Athlet.